Die Aufzeichnung läuft. Hallo, herzlich willkommen zu unserem wundervollen Online-Kongress The Vision Revolution Summit. Lebe deine Vision. Ich bin Sabine Kohlhepp, ich bin die Kongressveranstalterin. Mein Mann Sönke Hansen Kohlhepp, der ist im Hintergrund in der Technik. Der ist bei einigen Interviews auch mit dabei. Von dem soll ich dich recht herzlich grüßen. Und jetzt für unsere Zuschauer, ich darf jetzt heute recht herzlich begrüßen Maria Sperling von More Raw Food, einem wundervollen, ganz tollen YouTube-Kanal, den meine Kinder, meine Familie und ich total lieben und schon seit längerer Zeit wirklich intensiv verfolgen, alleine für die tollen Rezepttipps und wie man gesund, vegan, rohköstlich wirklich durchs Leben gehen kann und auf nichts, wirklich auf gar nichts verzichten muss. Herzlich willkommen, liebe Maria. Ja, hallo, ich freue mich total, dass ich dabei sein darf. Also ja, und ich hoffe, ich habe ganz viele Tipps und Tricks für die Zuschauer und Zuhörer, damit ihr in Zukunft das genauso machen könnt. Ach, das finde ich ganz toll. Vielen, vielen Dank. Also wir haben auch ganz viele Zuschauerfragen. Viele Eltern, vor allen Dingen auch Mütter. Also wir haben hier oben eine ganz große, auch vegane Community, die sich halt immer wieder die Frage stellen, die auch hier oben zu Kinderärzten gehen und immer sagen, boah, was empfiehlst du denn? Und viele kommen zu mir, ich bin ja auch Heilpraktikerin und viele sagen halt, ja, der Arzt sagt immer, mein Kind braucht Eisen, es muss Fleisch essen, es muss Milchprodukte essen ab einem gewissen Alter für die Knochen, es muss Eier essen, das gehört alles zum gesunden Lebensstil und Essen dazu. Ich sehe das halt nicht ganz so und die meisten, die ihre Kinder vegan, rohköstlich ernähren, auch nicht, weil sie halt einfach die gegenteilige Erfahrung gemacht haben und ich heute auch viele Patienten im älteren Alter habe, also ich bin jetzt fast 50 und ich habe viele Menschen, die in meinem Alter noch älter sind, die zu mir kommen und genau, weil sie zu viel Milch und Fleischprodukte und keine Rohkost gegessen haben, wirklich schwere gesundheitliche Probleme haben, die jetzt daraus resultieren. Und viele fragen sich, wie ernähre ich am besten meine Kinder? Und viele fragen sich auch, wie mache ich das in der Schwangerschaft? Und da soll ich dir diese Fragen stellen. Wie hast du das gemacht in der Schwangerschaft? Hast du auf deinen Körper gehört? Hast du Zusatzprodukte genommen? Und wenn, dann was? Und wie machst du es bei deinen eigenen Kindern? Gut, wo soll ich anfangen? Bei der Schwangerschaft am besten? Ja, gerne. Gut, also ich kann ja mal ausholen. Also ich bin jetzt seit 10 Jahren, ernähre ich mich jetzt rohköstlich und bin ja von heute auf morgen dahin gekommen. Und dann nach ungefähr ja relativ ja 4 Jahren der Rohkost bin ich ja dann schwanger geworden und habe mich auch die Schwangerschaft hauptsächlich rohköstlich ernährt. Auf jeden Fall vegan, aber nicht ganz 100% rohköstlich, weil ich muss ja jetzt auch ganz ehrlich sagen, dass ich in der ersten Schwangerschaft noch nicht so stabil war von den ganzen sozialen Einflüssen, wie ich es bei der zweiten war. Und es kam immer wieder so Eingebungen von außen, oh, du brauchst doch Fleisch und wenigstens jetzt musst du doch was Ordentliches essen, also vor allen Dingen meine Großeltern, aber auch ein Arzt, zu dem ich dann hin musste, der mir sogar auch gesagt hat, das, was ich mache mit meinem ungeborenen Kind, ist jetzt schon Kindesmisshandlung und ich werde eine Missgeburt werde ich kriegen, das waren seine Worte, wenn ich anfange, Milch und Fleisch zu essen. Und da als Schwangere, ich weiß nicht, also alle Zuschauer, die schon mal schwanger waren, da hat man ja auch so einen Hormoncocktail. Ja. Das war natürlich ein enormer Druck. Aber das Tolle bei mir ist, dass wenn es hart auf hart kommt, dann höre ich auf mein inneres Gefühl. Und ich wusste so sehr, dass es richtig ist, weil ich mich vorher auch ganz viel belesen habe und auch in der Schwangerschaft noch mehr belesen habe. Ich finde das auch immer gut, manchmal noch vor allen Dingen am Anfang so eine Eingebungen zu geben, weil das hat bei mir auch bewirkt, dass ich immer noch mal durchdacht habe, ist das jetzt das Richtige für mich oder nicht? Ja. Also ich habe es wirklich mal gefragt und das finde ich auch gut, dass ich das auch von Zeit zu Zeit mache und dann immer wieder noch gestärkter aus der Situation rausgehe, das ist das Beste. Und das ein großes Thema während der Schwangerschaft ist das Thema Eisen, was ja durch die ganze Schwangerschaft hinweg akribisch verfolgt wird. Und das war damals bei mir auch der Fall. Mhm. Und es ist ganz natürlich, dass der Eisenwert ab einem bestimmten Monat sinkt.
Ja. Und das ist auch, also das hat mir eine liebe YouTube-Kollegin, die Dr. Petra Bracht, das ist eine vegane Ärztin, ausgebildet, auch bestätigt, dass das ist deswegen so, also sie glaubt, dass es von Mutter Natur so ist, bewusst gemacht, weil ein zu hoher Eisenspiegel steht in Verbindung mit einer höheren Infektionsgefahr. Und um dieses Kind zu schützen, wird der Eisenspiegel erstmal runtergefahren, damit das eben das ungeborene Kind geschützt ist. Ja. Und da hat man dann, selbst wenn der Eisenspiegel jetzt unter einen gewissen Wert rutscht, also meine Hebamme hat ja immer gesagt, unter 11 sollte es nicht sein. Ich war einmal kurz drunter, aber da hat sie gesagt, es ist noch so wenig drunter, das ist okay. Ja. Wenn es zu weit drunter ist, sollte man schon darüber nachdenken, ein Supplement zu nehmen, weil ich würde da auch nichts riskieren. Mhm. Wichtig ist dabei aber, dass man pflanzliches Eisen zu sich nimmt, weil da hat der Körper die Wahl, nehme ich es oder nehme ich es nicht, und er nimmt es, wenn er es braucht. Beim tierischen, das muss er nehmen, da hat er keine Wahl. Also mit dem tierischen besteht die Gefahr, dass der Eisenspiegel so hoch rutscht, dass das Kind eine höhere Entzündungsgefahr hat oder auch der Körper der Mutter und dadurch dem Kind eigentlich ein noch höheres Risiko aussetzt. Und das ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Und dann, also in Bezug auch auf die Ernährung, da hatte ich dann auch Glück, weil meine Hebamme, die mich während der Schwangerschaft betreut hat, die hatte eine Tochter, die sich auch vegan ernährte, und sie fragte dann nur so, und vegane und seit wann und weißt du Bescheid und wo du alles herkriegst? Okay, meine Tochter auch, dann brauchen wir darüber nicht mehr reden. Also die war da völlig entspannt. Der Arzt aber, wie gesagt, nicht. Und da habe ich mir dann auch ins Gedächtnis gerufen, dass es ist so faszinierend, vor allen Dingen hier auch in Deutschland, dass wir so einen Respekt haben vor den Göttern in Weiß, wie sie immer heißen. Ja. Und ich bin super dankbar für unser Gesundheitssystem und ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Ja. Vor allen Dingen die Notfallmedizin ist so wertvoll. Nur bei gewissen Aspekten beim Thema Ernährung, da haben Ärzte leider nicht so ein großes Wissen, wie wir immer glauben. Also die haben nur ein paar Stunden gehen über das Thema Ernährung. Und Ärzte wissen es einfach nicht besser. Man kann denen da gar keinen Vorwurf machen. Es ist einfach eine Unwissenheit heraus. Und die sind eben noch so geprägt, auch von den Medien, die uns jahrelang eingeimpft haben. Du brauchst dein Fleisch fürs Protein, du brauchst die Milch. Es ist mittlerweile nachgewiesen, dass Milch ein ganz brisanter Cocktail ist und meines Wissens nach keine gesundheitlichen Vorteile für den menschlichen Körper hat. Und trotzdem gibt es auch in meinem engsten Familienkreis immer noch Leute, die meinen, ich müsste meinen Kindern Milch geben. Und da denke ich dann immer, ich kann andere nicht ändern. Ich akzeptiere das. Ja. Und ich denke immer daran, dass die Menschen sich nur Sorgen um mich machen und nur das Beste wollen. Ja. Aber ich besinne mich dann darauf, dass ich es besser weiß oder anders weiß. Und ich folge meinem Gefühl. Und genau eben auch mit den Ärzten, dass sie es nicht besser wissen. Also ich verurteile sie dafür nicht, sondern ich gehe einfach dahin und denke, na, sie haben es ja nie anders gelernt. Wie sollen sie das dann weitergeben? Nur es ist so schade, dass eben die Menschen, die Frauen, die schwangeren Frauen mit ihrem Hormoncocktail da sitzen und diesen Menschen vertrauen, die ganz wenige Stunden ihrer Ausbildung nur mit dem Thema Ernährung. Ja, wenn ich ganz kurz was dazu einwerfen darf. Also ich habe viele Freundinnen, die Medizin auch studiert haben, auch ich als Heilpraktiker. Ich habe ja auch die traditionell chinesische Medizin studiert, wobei ich sagen muss, bei der traditionell chinesischen Medizin haben wir ganz viel Ernährung gemacht. Ne? Also das ist, die achten da sehr drauf, also auch mit den Elementen, süß, sauer, deftig, also alles, was das mit den Farben, also die gehen da steht die Ernährung an erster Stelle und bei uns steht die Symptombekämpfung an erster Stelle. Und meine Freundin hatte nur 3 Monate kurz Ernährung angekratzt in ihrem Medizinstudium. Und eine andere, eine Neurologin, gerade auch fürs Gehirn, das ist so wichtig, die Gehirnentwicklung eines Kleinkindes auch, die hat auch gesagt, wir haben fast keine Ernährung gemacht. Also ich und mein Onkel, der ist jetzt 67, ist HNO-Arzt, Ernährung hat der nie studiert. Ne? Und das ist wirklich erschreckend. Dabei ist nach meiner Ansicht nach die Ernährung wirklich alles. Weil es ist was dran, wenn du sagst, du bist, was du isst, im Endeffekt. Ne? Und was du halt deinem Körper zufügst oder deinen Zellen. Ne? Ja, ich finde das ganz, ganz toll, dass du auch, also ich habe genauso ähnliche Erfahrungen gemacht wie du und ich kann dies nur bestätigen. Bist noch da? Ja. Ja, und
Und das ist halt wirklich so ein riesengroßes Problem, dass auch hier oben auch viele Ärzte einfach sagen, nein, du musst Fleisch nehmen, du musst Milchprodukte nehmen. Und meine Kinder wollen es nicht. Meine Tochter, die hat ab dem dritten Lebensjahr sich dafür entschieden, komplett vegan sich zu ernähren. Die wollte keine Milchprodukte, die ist jetzt 15. Und Tiere, hat sie gesagt, nein, Mama, ich esse kein Tier. Ich kann kein Tier essen, das macht man nicht. Also nur so von ihrem kleinen, von ihrem Gefühl her und von dem, was sie für Tiere empfindet, sagt sie, nein, Mama, ich kann doch sowas nicht essen. Ne? Und das fand ich halt natürlich dann auch, dieses Bewusstsein auch als Kind schon zu haben und damit groß zu werden. Und wie machst du das mit deinen Kindern? Wie gehst du damit um? Und vor allen Dingen auch, also ich sehe immer wieder diesen Druck in der Familie oder innerhalb meiner, also auch meiner eigenen Familie. Es sind alles Fleischesser, bis auf uns vier. Ja, das ist bei uns genauso. Also bei der Familie von meinem Partner kann ich super standhaft sein, weil es einfach, da war ich von Anfang an ganz konsequent bei mir selber. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass mein Partner auch von Anfang an gesagt haben, wir ernähren unsere Kinder vegan, obwohl er damals noch nicht sich vegan ernährt hat. Aber er war trotzdem davon überzeugt, nach dem, was er an mir gesehen hat, was es bei meinem Körper für Auswirkungen hat, was die beste Ernährung ist. Aber unsere Familie hat einen sehr, sehr großen Druck ausgeübt. Und ich will da auch mal eine Situation erzählen, dass, und zwar, als ich Lorella abgestillt habe. Lorella war immer, das ist meine erstgeborene Tochter, die ist 5 Jahre mittlerweile. Und die war immer sehr schlank, sehr zart. Und da war das so, als ich sie dann abgestillt habe mit 18 Monaten, da hat sie totale Nahrungsverweigerung gemacht und ist eben, in Schweden war das so, also wir haben damals noch in Schweden gewohnt, da hat man so eine Kurven verfolgt, diese Wachstumskurven. Und sie ist dann runtergerutscht. Und das war dann für die Hebamme so, nee, jetzt muss man einen Arzt einschalten. Und da habe ich also extremst auch Panik geschoben irgendwo, weil mein Partner auch gesagt hat, also wenn das Kind nicht zunimmt, dann müssten wir auch eine andere Ernährung in Erwägung ziehen. Und das war für mich so ein Stich in mein Mutterherz, weil das in jeder Zelle meines Körpers gesagt hat, es ist falsch. Trotzdem wollte ich meinem Partner gegenüber loyal bleiben und habe gesagt, also wir hatten da sehr viele Diskussionen und ich habe gesagt, also das fühlt sich in jeder Zelle meines Körpers falsch an. Aber wenn das natürlich eine Option sein muss, dann muss es das sein. Ja. Aber es fällt mir sehr schwer. Und dann habe ich eben wirklich aufgeschrieben und wir haben versucht, ihr mehr Fette zu geben. Und je mehr Fette ich gegeben habe, umso weniger hat sie gegessen, weil sie eben schneller satt war. Und das war super interessant. Und dann waren wir bei dem Arzt dann und ich hatte schon eine ganze Woche bei so einem chronometer.com, heißt das, da kann man eingeben, was man isst und dann sieht man, wie viel Nährstoffverträge. Und das habe ich für eine Woche bei Lorella gemacht und die kleinsten Mengen da reingeschrieben. Das war eine Heidenarbeit und habe das ausgedruckt und mitgenommen und war vorbereitet bis sonst wohin. Der Arzt sitzt da so ganz entspannt und guckt sich das Kind an und ich so, wollen Sie die jetzt nochmal wiegen und messen, in der Hoffnung, die hatte zugenommen. Ja. Und der saß da, wissen Sie, warum soll ich ein Kind wiegen oder messen? Schauen Sie sich doch das Kind an. Das hat rosige Wangen, spielt schön. Wissen Sie, es gibt dicke Kinder und es gibt dünne Kinder. Und Ihr Kind ist eben ein bisschen dünn, aber dem geht gut. Dann müssen Sie sich keine Sorgen machen. Machen Sie alles so weiter wie bisher. Und mir ist so ein Stein kommen. Das war so, wo ich so dachte, wow, das war so ein richtiger Glücksgriff. Weil ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn es andersrum gewesen wäre in diesem Fall. Aber da hatte ich echt Glück und wir haben es beibehalten. Und dann hatte ich auch eine Situation mit meinem Partner, wo wir uns richtig in den Haaren hatten. Da waren wir auf Reisen unterwegs und ich hatte so das Gefühl, dass er das nicht respektiert, dass Lorella vegan ernährt wird. Und er dachte immer, ich mache das aus gesundheitlichen Gründen. Und für mich war das gar nicht 100% aus gesundheitlichen Gründen, natürlich auch. Aber da würde ich jetzt nicht so detailliert sein. Aber mir ging es eher so darum, dass wenn Lorella mich irgendwann mal fragen würde, weil du das auch mit deinen Kindern so erwähntest, warum hast du das zugelassen, dass ich Tiere esse und die dafür so gequält werden? Genau, ja. Da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Da geht gar nicht, Könnte ich nicht sitzen und sagen, weiß ich nicht, also absolut. Ja. Und deswegen möchte ich gerne so lange sie davon, ihr selber die Entscheidung überlassen, ob sie das möchte oder nicht, dass Tiere so gequält werden, damit sie die essen kann.
Ja. Weil die Sache ist, dass heutzutage viele Eltern und auch in meinem engsten Familienkreis ihren Kindern ja gar nicht erzählen, was da auf dem Teller ist. Wenn dann eine Scheibe Wurst liegt, die dich auch noch anlächelt, wie kannst du denn, wie kann denn ein Kind... Hallo? Das ist so das, wo ich denke, das ist, das könnte ich meiner Laurella nicht beantworten. Und deswegen möchte ich diese Entscheidung überlassen. Finde ich super. Habe ich bei meinen Kindern genauso gemacht. Also wir haben, als wir von Süddeutschland weg sind und sind hier oben an die dänische Grenze gezogen. Wir wohnen jetzt hier in Flensburg, direkt an der dänischen Grenze. Also super schön mit der Ostsee. Also ich liebe das Meer einfach und diese tolle Luft und Natur. Und ich bin damals, wir hatten da so eine Abschiedsfeier gemacht und da hatten meine Verwandten, also wir haben einen Grill, wo nur vegane Sachen drauf waren und der andere Grill waren halt, ich sag mal, 80% waren Fleischesser, waren dann halt vom Biohof zwar Biowürstchen und alles drauf und ja, aber sie haben dann doch alle probiert und gesagt, oh, es schmeckt ja ganz gut, aber meine Kinder haben auch da, ne, die haben auch meine Kinder dann immer so ein bisschen, ich würde mal sagen, so hochgenommen und gesagt, ja, wie kann man sowas essen, ne, das ist ja, du isst ja das Essen von Kühen oder das Essen von den Pferden und sonst was, ne. Und meine Tochter Lilly, die war damals 4 Jahre alt, bevor wir hier hochgekommen sind. Und die hat gesagt so, ich kann nichts essen, was süß ist und was mich ganz lieb anguckt. So, und ob das ein Fisch ist oder ob das eine Kuh ist, sowas macht man einfach nicht. Die war 4 Jahre alt. Ich musste so lachen und hat einfach gesagt, nein. Die wusste damals noch nicht, also jetzt ist sie 12 und Helen ist 15. Die wissen jetzt auch, wir sind auch in Tierschutzorganisationen mit drin. Die wissen jetzt auch, was da läuft. Die gehen auch teilweise mit auf Demos, muss ich sagen, wo sie gesagt haben, Mama, wir sind dabei. Ne? Und es ist aber ihre Entscheidung. Also ich zwinge sie nicht dazu. Ich habe ihr immer, ich habe ihnen immer den freien Willen gelassen zu sagen, wenn du probieren willst, probier. Also es ist deine Entscheidung. Aber ich möchte, dass du weißt, wo es herkommt. Ne, auch das Essen, was wir jetzt auf dem Teller haben. Wir gehen hier, wir haben hier einen tollen Dance-Biomarkt, wo wir gerne hingehen und einkaufen gehen. Wir haben hier viele Biobauern um die Ecke, wo wir unsere frischen Kartoffeln und alles kriegen und unser Gemüse. Und es ist einfach, es ist eine ganz andere Lebensqualität. Und die Kinder lieben es einfach. Oder hier aufs Feld zu gehen und Erdbeeren jetzt aktuell zu pflücken. Ne, es ist einfach eine andere Lebensqualität. Und ich finde es schön, dass sie dieses Bewusstsein haben und es auch in der Schule so durchsetzen. Und auch zu anderen Kindern sagen, nein, wir essen, wir töten keine Tiere. Oder wir sind mit dafür, wir wären mit dafür verantwortlich für diese Massentierhaltung oder für das Töten der Tiere. Und warum soll man Lebewesen töten? Warum? Es hat überhaupt keinen Sinn. Also, ne? Und das finde ich toll, wenn die Kinder mit so einem Bewusstsein einfach auch groß werden. Und die meisten wissen gar nicht, was sie da auf dem Teller haben. Und die Verwandtschaft geht heute noch hin und schickt uns zu Weihnachten immer so paketweise Haribo, wo ich immer sage, ja, ihr braucht uns sowas nicht zu schicken. Ne? Ja, die Kinder müssen doch mal was Ordentliches naschen. Da sage ich, die haben ihre Datteln, die haben ihr Konfekt, unsere Energy Balls, die wir selber machen. Ne? Und ja, es gibt gesundes Naschi, was viel hochwertiger und viel besser ist als die Sachen. Meine Tochter sagt immer, wie kann man Süßes essen, wo Tierknochen drin sind? Ne? Also Gelatine. Ne? Das ist für meine Kinder, die sagen, das ist für uns unverständlich, dass man überhaupt auf die Idee kommt, sowas in Süßigkeiten reinzupacken. Ne? Ja, und da haben wir halt auch immer viel zu kämpfen gehabt damit. Und wie ist es jetzt bei dir aktuell auch mit Kita und so? Weil da sehe ich auch immer wieder Probleme. Ja, genau. Also Kita ist schon eine große Herausforderung. Also wir haben das ja damals bei Laurella, habe ich das so gemacht. Also als sie klein war, also wirklich ein Jahr, dann hat sie ja auch, sie hat immer gesagt, bam, bam, wenn ihr irgendwas wehgetan hat, dann hat sie gesagt, bam, dann wusste ich das. Und so habe ich ihr erklärt, dass eben Tiere wird bam, bam gemacht, ne, damit wir die essen können. Deswegen essen wir die nicht, weil wir lieben Tiere, wir mögen ja auch keine Hühnchen und wir essen ja auch keine Hunde oder Katzen und das alle genau. Tiere sind gesagt, dass wir das eine essen und das andere nicht. Und das hat sie von Anfang an verstanden. Ja. Und in der Kita haben wir das so gemacht, dass wir da wählen konnten. Also dass sie wird da
glutenfrei und vegan ernährt. Ach, super. Ja, also das ist da die Möglichkeit. Meistens geht das mit einem ärztlichen Attest auch. Das kann man machen, also da kann man schauen und da ist es natürlich manchmal so, also die Kinder in der Kita wissen einfach, dass dieses gesonderte Essen ist Glorella, aber eine Erzieherin von ihr, die ernährt sich genauso, auch aus gesundheitlichen Gründen und die kriegt dann eben das gleiche Essen wie Laurella, also damit hat sie noch eine Verbündete. Aber es gab auch jetzt viele Eltern, die auch gesagt haben, wir möchten das auch mal probieren für unser Kind, um zu sehen, ob gewisse eben Unverträglichkeiten oder sowas nicht mehr auftreten. Yeah. Und sind dann eben auch dahin gekommen. Und das hat eben Laurella auch, das sieht sie auch, dass dann eben andere das auch probieren und machen. Super. Und sicherlich ist das manchmal auf dem Spielplatz nicht so einfach, ja, oder in sozialen Gegebenheiten. Also neulich war ein ganz aktuelles Beispiel, das hatte jetzt nichts mit vegan zu tun, aber auch so eine Sache, die mich so ein bisschen geärgert hat. Bei uns in der Kita ist die Regel, dass wenn man ein Kind Geburtstag hat, dass man dann für alle anderen Kinder was mitbringt. Und da haben wir dann so gesagt, also keine Süßigkeiten. Und da kamen dann eben die Eltern mit einem riesen Lutscher an für alle Kinder. Und Laurella weiß, sie fragt mich immer erst, darf ich das essen? Und da habe ich gefragt, sie, ist das vegan? Ich sage, Laurella, das ist vegan. Ich bin dann auch ehrlich zu ihr. Ja. Aber ich sage, Laurella, da ist nichts anderes als Chemie und Zucker drin. Und ich möchte nicht, dass du das isst. Da hat sie natürlich geweint. Und die Kindergärtnerin war mit dabei, die eine. Ja. Und sagt, Laurella, ich kann das verstehen. Ich würde das meinen Kindern auch nicht geben. Und die essen noch nicht mal vegan. Ich kann es absolut verstehen. Und wir werden das auch den Eltern sagen, dass sowas nicht mehr okay ist. Das ist nicht mein Problem. Und da habe ich ihr das erklärt. Und dann habe ich das so gemacht. Ich sage, weißt du, Laurella, wir gehen jetzt in den Unverpacktladen. Und dann darfst du dir da eine Süßigkeit aussuchen, die du möchtest. Ja. Zwei darf ich mir aussuchen. Und das haben wir dann auch gemacht und sie war super zufrieden, um ihr zu zeigen, Maler, Süßigkeiten sind okay. Ja, also es ist okay, zu essen, also mal. Aber nicht so eine Massen und nicht also auf so eine Art und Weise, sondern man muss da schon schauen. Und ich sage dann auch immer, das macht den Körper kaputt. Nicht bei einem Mal essen und nicht bei zweimal, aber wenn man das mal wieder isst. Ja. Und das versteht sie auch. Und sie hatte auch ein extremes Vertrauen. Und Kinder haben kein Problem damit, auf irgendwas zu verzichten, solange sie verstehen, warum das so ist und man oder ich als Mama ruhig gelassen bleibe und ihr das erkläre. Ja, und also das habe ich auch festgestellt. Also bei meinen Kindern, Lilly hat jetzt auch bald Geburtstag und Helen, die haben jetzt im Juni und Juli Geburtstag und da wird immer, also ich backe dann immer einen veganen Kuchen. Ne? Und den mache ich halt einfach nur mit Dattelsüße und mit Naturkakao, mit hohem Kakao, mit vielen Heidelbeeren kommt dann da rein. Und das wünschen sie sich immer, ne? Oder mal so einen Kirschkuchen. Es wird dann frisch gemacht und da sind halt wirklich nur natürliche Zutaten drin. Und auch die Lehrer alle sagen immer so, boah, ist das lecker. Ne? Und da sage ich immer, das ist einfach eine Süßigkeit, die man auch mal gerne naschen darf. Also meine Kinder dürfen naschen, die sollen auch naschen. Ne? Ich meine, Obst ist hier Naschi in Anführungsstrichen. Und man kann auf so viele tollen, es gibt so viele tolle Möglichkeiten, wo man was zubereiten kann. Wir machen gerne unsere Fruchtspieße und dann kommt Rohkakaopulver drauf. Oder wir haben diese Kakaonips, die dann einfach mal mit drauf kommen. Wo man halt wirklich sagt, so, das ist einfach richtig lecker und auch gesund. Ne? Bis zu einem gewissen Maße natürlich, ne? wo der Körper auch Zucker, ich meine, das Gehirn braucht Zucker und wo der Körper auch Zucker aufnehmen kann und auch wieder gut abbauen kann. Und alles andere, das kann man auch wieder. Ich sag mal so, das kann man regeln auch in der Kita. Ne? Also mir ist es aufgefallen, dass da auch immer in Massen, auch in der Schule teilweise, Gummibärchen, Haribos, Kindermilchschnitte, Capri-Sonne, da werden richtige Pakete mit diesen Zuckerstangen, so diese Armbänder, wo diese Zuckerperlen dran sind, ne? Oder diese Zuckerlutscher, wie es bei uns früher als Kinder noch gab, ne? Die werden in Massen halt einfach an die Kinder weitergegeben, wo ich auch sage, so, und meine Kinder mittlerweile sind so weit, dass sie sagen, nee, wir wissen, was uns gut tut. Ne? Also sie haben es gelernt und sie können auch gut damit umgehen. Ne? Ja, das finde ich ganz toll. Das macht ihr ganz toll. Also, und es ist ja auch so, also Laurella bekommt auch Süßigkeiten und auch für die Mamas jetzt da draußen, die vielleicht nicht die Zeit haben, das alles selber zu machen oder sich die Zeit nicht nehmen wollen oder können, wie auch immer.
Es gibt ja mittlerweile auch schon gesunde Alternativen zu kaufen. Ja, es gibt schon Rohkostriegelchen zu kaufen, so eine Bällchen. Das kann man dann ja als Übergangslösung auch erstmal machen. Ja, und das geht auch. Also es gibt schon viele auch gesündere Alternativen. Wie du sagtest, wenn ihr einen Dance habt, da im Dance auch. Also da kann man auch schauen, dass man da trotzdem irgendwas Schönes, also den Kindern das Gefühl gibt, sie dürfen sich jetzt was aussuchen, ja, was auch gekauft ist. Ja, und das ist, ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man den Kindern das Gefühl gibt, dass Naschen erlaubt ist. Ich meine, du kannst nicht, ich sag mal, ich nasche auch gerne, ich kann nicht selber naschen von meinen Kindern und kann sagen, du darfst es nicht. Ne? Also so eine, und ganz Abstinenz bringt nichts, weil irgendwann, was ich auch festgestellt habe, ist es einfach so, dass die Kinder es sich dann irgendwann heimlich holen. Ne? Und ich habe auch Pädagogik studiert vor vielen, vielen Jahren und habe auch an der Schule gearbeitet und mir ist es immer wieder aufgefallen, dass die Kinder sich dann heimlich Naschi mitgenommen haben, mitgebracht haben und es dann gegessen haben, weil sie gesagt haben, ja, zu Hause darf ich nicht naschen oder dann mit einer Cola kamen oder irgendwas. Ne? Und das ist halt einfach wichtig. So, dieses Maß macht es einfach. Ne? Genau, ja, apropos, da haben wir gerade so eine neue Routine, die ich mit Laurella eingeführt habe. Und zwar kann sie sich jeden Freitag ein kleines Glas voll machen mit Süßigkeiten. Und die darf sie sich dann über die Woche selber einteilen. Da mache ich dann auch so kleine Eisgutscheine, habe ich da reingemacht, ja. Und das kann sie sich dann einteilen über die Woche. In der ersten Woche, da waren es natürlich am ersten Tag direkt alle. Jetzt sind wir in der zweiten Woche. Also es wird schon besser. Es gibt eine direkte Verbesserung und ich denke, wenn wir das weitermachen, lernt sie das einfach einzuteilen. Sie kann, also wir haben die einzige Regel ist, sie darf das essen, wann sie will, außer direkt vom Essen nicht. Also eine Stunde vor den Mahlzeiten ist Schluss, damit sie eben die Mahlzeiten auch isst. Und das, ich denke, dass sie dadurch eben auch die Eigenverantwortung übernimmt und auch merkt, sie ist dafür selber, also sie ist selber verantwortlich und sie kann selber wählen, was sie da reinpackt. Und also sie hat so eine Entscheidungsfreiheit und ist nicht immer davon abhängig, ob ich nun sage ja oder nein. Und toll. Das ist auch so ganz wichtig. Also mit so einen Sachen kann man das eben auch Kindern beibringen, ja. Und sie darf eben wir machen trotzdem, dass wir mal, wenn wir zu Oma und Opa fahren, dann backe ich eben einen Kuchen oder ich backe Kekse und da darf sie dann auch zwischendurch kosten und naschen, weil das ist ganz wichtig, dass Kinder, weil klar, Kinder finden Naschen toll, die finden Süßigkeiten toll. Und wenn ich als Mama daherkomme und sage, nee, Lara, das ist aber nicht toll. Und sie selber spürt aber, wie toll das ist und welche Glücksgefühle ausgeschüttet werden, wenn sie nun das ganze Zucker isst. Denn wenn ich dann daherkomme und sage, es ist aber nicht so, dann stehe ich ja auch als unglaubwürdig da. Deswegen ist es für mich auch ganz wichtig zu machen, weil das ist auch toll und genießt es und hat es geschmeckt. Und bald holen wir wieder was Neues. Und dieses so mit ihr zu teilen, damit sie auch weiß, ich weiß, dass das für sie was Schönes ist. Aber es muss schon irgendwie begrenzt werden. Weil wenn man nur sowas isst, dann geht es einem auch nicht gut. Und das weiß sie auch. Also weil wir das eben immer erklären. Und das ist natürlich auch bei Eltern, die jetzt Kinder haben, die sich eben herkömmlich ernähren, sage ich mal, nicht möglich, das von heute auf morgen umzustellen. Weil nur wenn man als Mama jetzt die Entscheidung trifft, so ab heute jetzt mal gesund, machen die Kinder da noch nicht lange mit. Also man kann es wirklich in ganz, ganz kleinen Schritten machen und sollte das mit Kindern auch in ganz kleinen Schritten machen, weil egal, selbst wenn die Umstellung bei denen 10 Jahre dauert, die profitieren ja ihr ganzes Leben lang noch. Und am Anfang kann man da erstmal Süßigkeiten ein bisschen vielleicht austauschen, das Nutella vielleicht mit einer veganen Alternative und dann schraubt man wieder ein bisschen und macht es vielleicht selber aus Haselnüssen und dann kommt man vielleicht zu einem anderen Brotaufstrich oder variiert es mal ein bisschen und dann kommt man hier ein bisschen was Gesünderes in die Brotdose. Also ganz, ganz kleine Schritte, sodass die Kinder den Übergang gar nicht richtig merken. Und so kriegt man Kinder auch dazu, weil Kinder werden den Unterschied merken, wie es ihnen geht, wenn sie einen Apfel gegessen haben oder wenn sie eine Tüte Chips gegessen haben. Die spüren den Unterschied. Auf jeden Fall. Ich meine, den spüren wir ja auch.
ne? Ja. Wenn wir sowas machen. Also mein Mann und ich, mein Mann ist jemand, der nascht total gerne, ne? Der isst auch gerne mal Chips. Im Dance gibt es so super leckere Paprika-Chips, das sind so seine Favoriten. Und so am Wochenende, oh Schatzi, ich will mal, ne? Und dann, ach, ich neige dazu, eine ganze Tüte zu essen. Und jedes Mal, wenn sie dann ganz weg ist, dann sagt er immer, hätte ich es bloß nicht gemacht. Ne? Also man spürt es halt richtig, was es mit einem macht. Und ich sage immer, das Maß macht es halt einfach aus, ne? In kleinen Schritten dann auch mal zu naschen. Und wie siehst du das jetzt so mit dem Sommer? Also viele haben auch gefragt, esst ihr auch Eis? Geht ihr auch mal einen Eisbecher essen? Oder machst du das Eis selber? Oder weil jetzt gerade die Sommerzeit anfängt, da haben auch viele gefragt und wollen wissen, wie du damit umgehst, wenn viele Kinder mit dem Eis oder mit dem Eis am Stiel da rumlaufen, ne? Wie du das machst. Genau, also ich mache da so eine Variante. Ich finde es ganz wichtig, dass ich auch mit Lorella gehe und sage, wir gehen jetzt ein Eis kaufen in der Eisdiele, weil das will sie natürlich auch erleben. All ihre Freunde machen das und dann weiß ich, dass da Zucker drin ist. Und obwohl wir hier bei uns einen guten Laden haben, der heißt Tribeca, da sind alle Eissorten vegan und die süßen auch mit Datteln oder so Ahornsirup oder sowas. Also die nutzen wirklich gute Zutaten und da gehen wir dann hin. Aber es gibt auch andere Läden, wo wir hingehen, dann isst sie da ein Sorbet. Und das machen wir auch und das ist auch wichtig, dass sie das erlebt. Gleichzeitig mache ich es aber auch so, dass ich zu Hause gesundes Eis mache, zum Beispiel einfach Bananeneis oder aber ich mixe Wassermelone im Mixer und dann friere ich das ein. Dann hat sie so Wassereis, dass sie eben auch, dass sie eben ja, in den gesunden Genuss von Eis kommt. Also teilweise selber gemacht, aber teilweise auch gekauft. Yeah. Und das ist auch ganz wichtig, also das sage ich auch immer zu ganz vielen Müttern, mit denen ich so kommuniziere, coache, in Kontakt bin, dass es ganz wichtig ist, dass man diese Ausnahmen auch zulässt. Ja? Auch wenn jetzt das Kind partout mal nicht sich vegan ernähren möchte oder was nicht Veganes essen möchte, es ist besser, dem einmal nachzugeben, denn wenn die Basis der Ernährung stimmt, machen diese gewissen Ausnahmen nichts. Auch wenn es gibt ganz viele Frauen, die eben von einer normalen Ernährung zur veganen Ernährung umsteigen möchten und sagen dann aber, okay, aber meine Freunde und das Sozialleben, dann sage ich immer, macht Ausnahmen. Genau an diesen Abenden machst du Ausnahmen und du lässt sie noch zu. Mhm. Irgendwann wirst du so gestärkt in dir selber sein, dass du es gar nicht mehr möchtest und dann kannst du das für dich auch besser erklären, ohne dieses schlechte Gefühl. Und dann bist du bereit für diesen Schritt. Aber am Anfang mach ruhig diese Ausnahmen und gesteh dir das ein, weil es ist besser, etwas Ungesundes mit Genuss zu essen und voller Überzeugung, als ständig diesem Gesundheitswahn, sage ich jetzt mal, zu folgen und das mit Druck und Stress zu machen. Also das ist auch ganz wichtig. Und solange wie es Ausnahmen sind, ist das okay. Auch wenn man jetzt mal in Urlaub fährt und so denkt, oh Gott, wie mache ich das jetzt im Urlaub? Lass im Urlaub alle 5 Grad sein. Ich ernähre mich im Urlaub auch nicht mehr. Ja. 100% rohköstlich und esse da auch gekochtes. Einfach, weil im Urlaub die Zeit mit der Familie wichtiger ist, als nur meine Ernährung. Ja. Und das ist auch ganz wichtig, sich selber das einzugestehen und zu überlegen und zu reflektieren, was ist jetzt wirklich das Wichtigste? Ja, das wäre die nächste Frage gewesen, ob du auch viel Gekochtes dann mal zu dir nimmst und wie du das machst, ob du auch zu Hause mal was kochst, auch für die Kinder, ob du jetzt es nur rohköstlich machst oder ob du sagst, nee, die Kinder, da bereite ich auch mal ein paar warme Speisen zu oder für meinen Mann. Also mein Mann zum Beispiel, der, ich kann tun und lassen, also er liebt seine Bratkartoffel, er braucht einfach seine Bratkartoffel mit ganz, ganz viel Salat und Sprossen und alles, aber er muss seine Bratkartoffel dazu haben. So, und wie handhabst du das so? Genau, also ich ernähre mich zu einem ganz, ganz hohen Rohkostanteil selber. Ja. Ich habe aber auch vor ein paar Jahren aufgehört, das dogmatisch zu sehen, weil am Anfang war ich wirklich 100% und nichts Gekochtes durfte in meinen Mund. Und das habe ich aufgehört. Das hat angefangen, als Lorella mir eben Sachen in den Mund stecken wollte als Kind, die gekocht waren und ich dann immer nein, nein und hier und nein. Und wo ich dann gedacht habe, Mensch, Maria, komm, lass es doch einfach zu. Ja. Das bringt dich ja nicht um. Und da habe ich das so ein bisschen gelockert und habe gemerkt, wie es mir selber damit besser ging. Und bei Lorella mache ich das auch so, auch bei Leonard und auch Samuel. Also Samuel ist noch, der isst gekochtes
Und ich koche auch, wenn wir hier zu Hause sind, zweimal am Tag, also Mittag und abends. Ich versuche sehr viel Rohkost mit einzubinden, aber ich finde das auch ganz wichtig, dass die beiden auch wissen, dass da keine Grenze ist oder kein Verbot. Ja. Und mir aber, dass Maurella, wenn sie jetzt auch so Bratkartoffeln hat, die mag sie auch sehr gerne, oder Ofenkartoffeln oder so, und ich mache dazu Guacamole, dann greift sie eher zu der frischen Paprika und der Gurke, um die da rein zu dippen und die zu essen. Es ist ihr aber ganz wichtig, dass diese Kartoffeln noch auf dem Tisch stehen und sie die Möglichkeit hat, sie zu essen. Aber instinktiv doch eher zu dem Frischen. Ja. Und das finde ich interessant. Und deswegen sage ich auch, ich mache das lieber. Und vegan gekocht ist auch sehr gesund. Ja, ja. Also bei solange es nicht viel frischem Obst und Gemüse ist. Wenn man jetzt nur Pommes isst und nur Kuchen und Törtchen und Donuts, ja, ist es auch nicht gesund. Ne? Ja, ja. Nee, das ist auch ganz klar. Und vor allen Dingen, man kann ja auch gucken, man muss ja auch nicht alles tot kochen. Ne? Also ab einer gewissen Gradzahl gehen ja auch die Vitamine, Mineralstoffe und sowas verloren. Und je nachdem, was man macht, es reicht ja auch, das Essen zu blanchieren. Wir haben hier zum Beispiel um die Ecke einen ganz tollen Chinesen, wenn ich mal gar keine Lust habe, der macht eine so hervorragende vegane Gemüsepfanne, die ist so genial. Also auch meine Kinder, wir lieben es einfach, dann mal zu sagen, okay, wir essen da jetzt mal eine vegane Gemüsepfanne. Und da ist das Gemüse echt noch knackig. Das wird frisch gehackt, wird da reingemacht, kurz angedünstet mit ein bisschen Sojasauce und das war's schon. Und es ist einfach nur, und du hast auch immerhin noch die Vitamine drin, weil es nicht über eine gewisse Zeit halt auch gegart worden ist. Ne? Also man kann auch wirklich vieles im Bereich Blanchieren machen, wo dann halt auch noch die Vitamine enthalten sind. Statt, ich sag mal, die Sachen tot zu kochen. Meine Schwiegermutter, für die ist der Brokkoli erst dann gut, wenn er wirklich schon braun ist, braun gekocht ist, oder wenn er wenn dieses wunderschöne Grün weg ist, ne, dann ist er gut. Oder wenn der Blumenkohl komplett auseinanderfällt, dann ist das Essen erst gut, ne. Und das ist halt auch immer sowas, wo ich dann sagen muss, nee, man kann auch gesund kochen, ne? Also wenn man es nicht so lange macht, man muss halt nur wissen, wie, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ja, ich finde das, ja. Ja, und ich will auch noch dazu sagen, dass ich für mich auch bewusst eingekochtes Lebensmittel oder eine Gruppe Lebensmittel dazugenommen habe, und das sind die Hülsenfrüchte. Ja. Weil die eben wirklich super nährstoffreich sind. Und zwar habe ich ja so einen Nährwertcheck erstellt. Das ist so ein Kalender, wo man eben 18 Nährstoffe drin hat und sieht, wo man die herbekommt, wie viel man braucht. Ja. Und bei der Arbeit damit habe ich gesehen, wie wertvoll Hülsenfrüchte sind. Also Linsen, Bohnen, Erbsen, wie nährstoffreich die sind, selbst im gekochten Zustand noch. Ja. Und daraufhin habe ich angefangen, die auch also in unseren gesamten, kompletten Speiseplan mit zu integrieren, aber auch in meinen, auch in gekochter Form, weil das eben sehr, sehr viele wundervolle Nährstoffe enthält. Und das, ja, das ist auch wichtig, das immer im Hinterkopf zu haben. Und ich finde das auch ganz gut, so wie du sagst, dass es ist ja auch wichtig als Mama, wenn man dann immer Haushalt und Kinder hat und irgendwann hat man halt mal einfach keine Lust zu kochen oder die Zeit nicht. Ja. Dass ihr wie bei euch einfach so einen Asiaten oder was es eben ist, mit so, dass man da eine Alternative hat, eine Möglichkeit, um einfach mal zu sagen, nee, komm, heute mal nicht. Das ist auch völlig in Ordnung und es ist auch schön und das soll man auch genießen, weil Ernährung und Essen ist auch was Spaß macht. Das hat mit Genuss zu tun, mit Beisammensein, und das sollte auch Spaß, also das soll es auch sein, und es soll auch eine gesunde Ernährung nicht wegnehmen, und es macht es auch nicht. Ja, ja, das sehe ich ganz genauso. Also wir gehen ab und zu mal essen, und wenn wir wirklich einen sehr, sehr langen Arbeitstag gehabt haben, mein Mann und ich, und wo wir dann einfach sagen, so, die Kinder freuen sich immer, weil es dann was Besonderes ist, und es ist einfach schön, weil wir als Familie wirklich dann da sitzen, und ich muss nicht in der Küche stehen, ich muss nicht kochen, ich muss nicht schnippeln, ich muss nichts machen, muss keinen Tisch decken, keine Spülmaschine ausräumen, sondern wir stehen wirklich, also wir sind wirklich einfach nur für uns da und genießen diese Zeit. Und das finde ich dann auch ganz, ganz wertvoll, das zwischendurch zu machen. Und viele sagen auch immer so, ach, ganz rohköstlich. Ich sage immer, ganz rohköstlich machen wir nicht.
Weil ich sage immer, die Milz, die braucht warme Nahrung, die freut sich immer über warme Nahrung, gerade wenn man verfroren ist oder sehr verfroren. Ich bin mehr so der hitzige Typ, mein Mann ist der verfrorene Typ, ist meistens eigentlich umgekehrt. Aber und ich sage immer, Schatz, ein bisschen mehr warme Mahlzeiten zwischendurch, mal eine warme Suppe oder morgens kann es auch mal ein schönes Haferporridge sein mit vielem frischem Obst und Beeren und sowas drauf. Und dann freut sich der Körper. Also wirklich alles so zu machen, dass es einem gut geht und nicht so dieses Dogmatische. Ich war da früher auch so und habe versucht, Menschen zu belehren. Mittlerweile, ich lebe es einfach nur noch, ich sage es gar niemandem mehr. Und wo ich einfach denke, ich lebe das den Menschen vor, meine Kinder machen es genauso. Und wenn jemand Interesse hat, dann erzählt man darüber. Und ansonsten, ich diskutiere gar nicht mehr so viel darüber. Früher habe ich das noch gemacht, aber das bringt im Endeffekt gar nichts. Also nicht mit Menschen, die nicht aufhören wollen, Fleisch zu essen. Ja, das ist toll, das machst du gut. Ne? Und, ja, was mir gerade auch noch dazu einfällt, ist ja auch, also das, was ich auch wichtig finde, dass, also so mache ich das auf jeden Fall, dass ich mich auch von den Jahreszeiten leiten lasse. Und im Winter ist es so, wenn ich dann mehr Lust auf was Warmes habe, dann lasse ich das auch zu. Und im Sommer ist sowieso wieder die Zeit, da sind die ganzen frischen Früchte da. Da will man durch die Wärme und alles, will man gar nicht so viel gekochtes oder warmes. Und dann folgen wir da diesen Fluss oder dieser Entwicklung der Jahreszeiten auch. Also das ist ja auch völlig legitim, dass man vielleicht im Winter ein bisschen mehr zur gekochten und im Sommer dann mehr Rohkost, also dass man nicht das so dogmatisch ist, dass man es jeden Tag gleich machen muss, sondern auch so übers Jahr verteilt einfach ein bisschen mit dem Fluss des Lebens geht. Genau. Und halt auch wirklich da auf sein Gefühl hört, weil es ist einfach so, dass so im Winter, wenn Kälte da ist, hat man mehr Lust auf was Warmes. Im Sommer, wie jetzt zum Beispiel, wir essen fast nur Rohkost, weil es uns einfach viel besser damit geht. Und da halt auch wirklich mit der Natur, es ist ja auch ein natürlicher Zustand. Ne? Also man geht ja einfach mit der Natur und mit dem, was die Natur einem bietet. Und im Winter gibt es halt nicht so viel frisches Obst und Gemüse. Ne? Dann isst man halt auch mal eingemachtes, fermentiertes, gekochtes. Und im Sommer ist halt die Hülle und Fülle da. Ne? Oder Frühling, Sommer, Herbst, wo man dann noch richtig viel, ich sag mal, da auf den Tisch packen kann an vielen frischen Sachen. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wie ist es denn bei deinem zweiten Kind jetzt? Tut er sich mehr schwer? Also haben auch schon einige gefragt, machst du es genau wie bei Laurella, dass du sagst so, okay, oder ist es da ein bisschen anders von deinem Gefühl her, von der Ernährung her? Also ich bin bei meinem zweiten, so, also jetzt bei meinem Sohn, wesentlich entspannter. Also bei Laurella habe ich ja wirklich am Anfang komplett rohköstlich gemacht. Also Leonard, der ist jetzt 14 Monate, der hatte, glaube ich, bis er so 10, 11 Monate war, überhaupt kein Interesse am Essen. Also super. Und was ich jetzt mal auf meine Qualität der Muttermilch zurückführe, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber der hatte so gar kein Interesse. Und dann habe ich langsam angefangen mit Banane und Avocado und habe dem dann aber auch so ein bisschen gekochtes Gemüse gegeben. Meistens so Möhre, weil an so harten Sachen hat er sich oft verschluckt und dann ja, ist klar. Speiseplan von Mango und Banane und Avocado ein bisschen erweitern, habe ihm dann auch so gekochte Sachen, mal eine Kartoffel gegeben, alles ohne Salz und so Kleinigkeiten. Aber er ist bis jetzt eben auch noch, er ist jetzt interessierter am Essen. Ja, er steht auch immer an seinem Stühlchen und will dann hoch, sobald er sieht, dass wir Essen machen oder dann das Essen gibt und der Tisch wird gedeckt. Ja. Aber er trinkt auch noch sehr, sehr viel Muttermilch. Aber ich bin da eben entspannter, weil ich eben auch gelernt habe, dass das eben, dass das Kind ist. Also ich lasse ihn da auch so ein bisschen folgen. Und er sieht ja auch, was Laurella ist. Also Laurella hat ja, und da ist er, hat er natürlich ein ganz anderes Vorbild auch. Mhm. Und deswegen kann ich ihm nicht alles verwehren. Aber ich passe jetzt so mit sehr, also hochverarbeiteten Sachen wie veganem Käse oder so diese Würste, wo ja schon viel Zeugs auch drin ist. Ja. Das will ich seinem Darm noch nicht so antun, weil der ist ja noch nicht so ausgeprägt. Der Darm ist erst mit dem fünften Lebensjahr richtig entwickelt. Und deswegen mache ich das eben wirklich so schrittweise, dass ich will auch warten, dass er so
ja, so Zuckersachen wie jetzt Eis, ja, was ich nicht aus Früchten selber gemacht habe, erst mit dem zweiten Lebensjahr dann kostet oder zu sich nimmt. Und bis jetzt klappt das sehr gut. Also ich habe wirklich das momentan noch auf dem Level, dass er eben das alles, er isst jetzt kaum Brei, er will das alles selber essen, stückchenweise. Ja. Ist jetzt nur frisches Obst und Gemüse und auch im gekochten Zustand ohne Salz. Relativ wenig Öl auch gegessen hat und bis jetzt meckert der auch nicht. Also der trinkt auch noch sehr viel Muttermilch, weil da machen sich viele Eltern auch immer Gedanken. Das habe ich anfangs bei Norella auch gemacht. Kriegt der denn jetzt alles? Und kriegt der genügend? Der noch Muttermilch. Genau, kriegt ja, er noch. Ja. Selbst wenn man jetzt nicht stillen kann, dann gibt es ja diese Ersatzmilch und da sind auch so viele Nährstoffe drin. Das Essen, das ist im Prinzip, das ist wirklich nur eine Beikost, dass sie das spüren können, die Konsistenz und die Geschmäcker so leicht entwickeln. Dafür ist es da. Nicht, dass die sich jetzt mit Nährstoffen vollpumpen. Aber der ist natürlich, also bei dem ist es so, man sieht wirklich, der macht, was ich mache. Halt, er nimmt ja die Selleriestange und knabbert daran rum. Ja, und dann ist der ganz dabei, den Sellerie zu essen. Und dann trinkt er dann davon. Und dem schmeckt doch alles. Also der verzieht nicht das Gesicht und nichts. Weil er das ja auch sieht, dass ich das jeden Morgen mache und er sieht das auch Norella trinken und deswegen hat er da ein Urvertrauen hin. Also da ist es noch, ob vegan oder nicht vegan, ist ja für ihn jetzt überhaupt kein Thema, weil ja Samuel, also hat man mittlerweile auch vegan ist. Das war bei Norella früher so, dass ihm Norella auf Samuels Teller gezeigt hat und gesagt hat, bam, bam. Und da hat Samuel, also als er noch so Käse oder sowas gegessen hat, und dann sagt Samuel, oh Gott. Wenn Norella dabei ist, ich esse keinen Käse mehr. Also das kann ich nicht machen. Dann haben sie ihn dahin gezogen, weil er in sich gespürt hat, dass es wichtig ist. Ja, und das fand ich auch super interessant. Also wie Kinder so die Eltern dann miterziehen. Ja. Ich habe mal noch eine Frage. Nimmt er eigentlich, kommt bei euch auf den Tisch so viele vegane Ersatzprodukte eigentlich mit drauf? Also bei meinem Mann ist es so, dass ab und zu dann auch mal so ein veganes Würstchen mit dabei ist von Taifun oder wir braten auch mal Tofu von Taifun oder Tempeh halt an. Oder dann gibt es ja auch diesen veganen Käse von BioLife und wie die ganzen Sorten alle heißen. Kommt das bei euch dann auch mal auf den Tisch oder eher weniger? Oder machst du den veganen Käse selber? Man kann den ja auch selber machen. Genau, ich würde das gerne machen. Da bin ich noch nicht angekommen. Wir kaufen so eine Ersatzprodukte. Ja, das machen wir. Also wir haben veganen Joghurt, wir haben veganen Käse, wir mögen den von Simply V sehr gerne. Ja. Wir haben auch so Knäckebrot und wir nehmen sehr viel dieses so ein Rohkostbrot von Startkraft nehmen wir sehr. Ja, ja. Und das mache ich, weil das ist für Norella ganz wichtig, weil sie das in der Kita sieht. Ja. Und deswegen braucht sie da eben auch irgendwas, was sie dann eben essen kann. Und diese Produkte sind nicht 100% ideal, aber ich kaufe diese, weil wenn ich zu viel verbiete, dann kann es umschlagen. Ja. Und deswegen mache ich das so, dass ich so Würstchen oder Bratlinge oder sowas versuche ich weniger und weniger zu kaufen, will das auch in Zukunft selber machen, aber ich kaufe es momentan noch, weil ich, also ich mache das bei mir selber auch immer so, wie ich das sage, immer Schritt für Schritt und in kleinen Schritten. Ich bin jetzt dabei, schon fermentierten Hummus selber zu machen und mache jetzt viele Cracker und viele Säfte und sehr viel selber. Der nächste Schritt ist jetzt wirklich mal Käse und Joghurt selber zu machen, um zu schauen, wie schmeckt das, kriege ich das auch hin? Ja. Aber das immer Schritt für Schritt, um mir da selber nicht den Druck zu machen. Mhm. Und bis ich dort bin, kaufen wir natürlich diese ganzen Ersatzprodukte erstmal noch. Wir haben früher diese Riegelchen und alles selber viel gekauft und auch Kekse. Und das mache ich mittlerweile alles selber. Aber wie gesagt, das mache ich dann immer Schritt für Schritt. Ja, aber es ist auch, also wir haben auch einen Dörrautomaten. Also ich stelle halt immer fest, dass es wirklich auch sehr, sehr viel Arbeit ist, auch wenn ich Energy Balls mache und die Datteln klein mache und alles und die Riegel und also es ist auch immer mit viel, viel Arbeit. Ich habe auch mal Mozzarella selber gemacht, veganen Mozzarella. Ich habe so tolle Bücher, wie man Käse selber macht, aber oder auch das Fermentieren. Man muss da ja echt unheimlich aufpassen, dass da nichts irgendwie auch von den Zimmertemperaturen und dass da nichts überschwappt und auch mit diesen ganzen Sprossen ziehen. Du musst ja
überall deinen Fokus auch drauf haben und immer drauf achten. Und du bist ja, es kostet ja auch unglaublich viel Zeit. Und das wäre so das Nächste. Wie kriegst du das komplett hin? Ich meine, dein Mann arbeitet ja auch. Du bist ja auch teilweise allein mit den Kindern. Ich gehe mal davon aus, dass der Kleine noch nicht in die Krippe geht, sondern der ist noch zu Hause. Ne? Und wie kriegst du das hin, Beruf dann auch all das selber zu machen und deine Videos zu drehen, dann diese Kalender zu machen, diese Nährwerttabellen, also all das, was du machst und das auch wirklich so souverän hinzukriegen? Weil ich habe ja auch Praxis, wir haben eine Kita, wir haben ja auch ganz viel um die Ohren und ich weiß, das ist manchmal echt eine richtige Zerreißprobe. Wie machst du das für dich organisationstechnisch? Das wollen auch ganz viele wissen, weil es auch vor allen Dingen viele alleinerziehende Mütter da draußen gibt, die teilweise echt überfordert sind. Kann ich absolut verstehen. Absolut verstehen. Und ich habe heute auch so einen Tag, wo ich denke, oh Gott. Oh Gott. Aber das Wichtigste dabei ist, und in diesem Prozess bin ich gerade, dass ich einfach mit dem Flow manchmal einfach, okay, dann wird es halt nicht alles fertig und dann ist das eben auch mal so. Tipp Nummer 1, hol dir Hilfe. Also ein ganzes Dorf, um Kinder großzuziehen. Ja. Denn ich bin sehr viel mit den Kindern alleine und jetzt eben in diesen Zeiten, wo die Kita eben auch zu ist und wir ja letzte Woche das erste Mal wieder für 2 Tage in die Kita dürfen, es wird auch noch eine Weile so sein, das sind nur 2 Tage, es war ein paar Stunden, das ist absolut okay. Mein Trick, also ich habe wirklich ein paar Tricks, die ich anwende und zwar, ich bin ein Organisationstalent. Also wenn die Kinder abends schlafen, wir schlafen ja alle in einem großen Familienbett. Ich bringe also die Kinder um 7 ins Bett, stille Leonard, wenn der schläft, dann krabbel ich Laurella in Schlaf und dann bleibe ich am Bett sitzen und arbeite da eben, weil der Leonard, ja, weil ich ihn ja nach nachts voll stille, ab und zu wach wird oder mal wird Laurella wach und wir mussten auf Toilette und sie braucht eben immer jemanden da. Ist bei ihr eben so und dieses Bedürfnis möchte ich auch erfüllen. Und deswegen sitze ich dann da und arbeite. Und das Erste, was ich mache, ist, dass ich mir für den nächsten Tag einen Plan mache, was ist alles zu tun, was ist realistisch, was schaffe ich. Ja. Und die Zeit teile ich mir ein in, ich weiß, Leonard Kret, das ist unser Hahn, morgens irgendwas zwischen 5:30 und 6:30. Okay, und ja. Okay, dann muss ich aufstehen und dann stehe ich mit beiden Kindern auf und dann wickel ich den und dann überlege ich, okay, in der Zeit, wo die Kinder wach sind, wo ich beide habe, was kann ich in der Zeit machen? Denn Kinder wollen nicht die ganze Zeit bespielt werden, sondern es ist wichtig für Kinder, dass sie frei spielen können. Genau. Und deswegen gieße ich mit denen die Blumen auf dem Balkon und dann gehen wir ins Bad, dann wasche ich mich und dusche ich mich und dann können die spielen und dann mache ich meinen Selleriesaft und bereite so schon sehr, sehr viele Sachen vor, mache vielleicht noch Cracker aus den Trester und das schreibe ich mir morgens alles auf, sodass, wenn ich die Kinder habe, nur auf meine Liste schauen muss, okay, was wolltest du heute alles machen? Ja. Und dann mache ich das in der Zeit, wo ich die Kinder habe. Und wenn ich fertig damit bin, dann können wir auf den Spielplatz gehen oder was auch immer geplant ist. Oder ich fahre zu meiner Mama und fahre mit ihr einkaufen und nehme die Kinder mit. Also für mich ist es auch ganz wichtig, die Kinder mit einzubeziehen. Ja. Manchmal wollen sie beim Selleriesaft mitmachen, dann dürfen sie mitmachen, dann machen wir das zusammen. Und dann, dass ich mir diese Zeit so einteile. Und dann ist Mittagessen, dann wird gegessen und danach schläft der Leonard. Und da weiß Laurella, dass sie entweder alleine spielt oder aber ich habe Hilfe da, meine Mama kommt auch ab und zu, dass jemand mit Laurella spielt, solange der Leonard schläft. Wenn Leonard schläft, dann ist meine Zeit am Computer. Und danach weiß ich, dann haben wir noch ein bisschen Zeit und dann muss ich auch schon wieder Abendessen machen. Aber da spielen die Kinder dann in der Küche und die können gut miteinander jetzt spielen und auch alleine. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dann gehen wir ins Bett und dann habe ich abends von ungefähr 7:30 bis vielleicht 10:50 nochmal Zeit, wo ich mich selber strukturieren kann und arbeiten kann. Wenn ich jetzt Videos aufnehme, das muss ich in der Zeit machen, dass ich mir, ich hole mir so 2 Tage die Woche Hilfe, dass ich, weil das kann ich nicht filmen, wenn die Kinder dabei sind, dann bin ich nicht konzentriert. Das muss ich wirklich machen. Und dann
bereite ich die aber auch so vor, dass ich gleich mehrere am Stück aufnehme, sodass ich dann erstmal Material ein bisschen habe. Also ich mache viele Sachen, okay, jetzt bin ich in der Küche und mache und mache und mache und dann bin ich am Computer und mache, mache, mache. Also dass ich mir das so einteile in Zeitfenster und dann auch wirklich schaue, was ist jetzt wichtig, was brauche ich, was ist jetzt das Wichtigste und nicht zu viel einplane. Und manchmal ist es auch so, wenn dann morgens ich gewisse Sachen geplant habe und merke, die Kinder sind jetzt ganz unruhig, dann ist es wichtiger, dass ich mich 15 Minuten mit den Kindern auf den Boden setze und nur für die da bin und zuschaue, wie sie spielen und danach kann ich weitermachen. Ja. Weil das so 15, 20 Minuten ist oftmals so die magische Grenze, wo Kinder merken, okay, jetzt war ich wichtig, jetzt habe ich meins bekommen, jetzt kann ich auch wieder geben. Und also dieses Plan, diese mir die Zeiten so einzuteilen, wann kann ich was machen? Ja. Das finde ich sehr schön. Und wann hast du mal wirklich Zeit nur für dich alleine? Hast du das auch mal, dass du mal sagst, ich mache jetzt mal Sport, ich mache jetzt mal dies oder das oder ich gehe jetzt mal alleine eine Runde spazieren. Ich bin nur mal für mich ganz alleine. Nee, das habe ich nicht wirklich. Also ich habe jetzt, weil ich jetzt schon gemerkt habe, dass ich auch an meine Grenzen komme, habe ich mit meinem Partner gesprochen, habe gesagt, ich möchte gerne zweimal in der Woche Sport machen. Also ich habe dann so kommuniziert, das brauche ich. Und jetzt ist es so, dass sie gesagt haben, zwei Morgen in der Woche steht er mit Leonard auf. Wenn Laurella dabei ist, wenn ich Sport mache, die macht dann vielleicht mit oder das stört mich überhaupt nicht. Ja. Dass ich da mal so 20 bis 30 Minuten morgens habe. Also dann stehe ich heute, bin ich zum Beispiel um 5:30 aufgestanden und habe dann eine halbe Stunde direkt nach dem Aufstehen Sport gemacht. Super. Und das ziehe ich dann auch durch. Oder wir haben das jetzt so gemacht, dass wir am Samstag da haben wir auch morgens ein paar Stunden, 3 Stunden haben wir Hilfe. Und da hat Samuel für sich einen Personal Trainer engagiert und da habe ich gesagt, das könnten wir doch vielleicht zusammen machen. Da mache ich einfach mit und das machen wir dann so. Aber mehr als so habe ich nicht. Also ich habe keine Zeit, ein Buch zu lesen oder mal ein Bad zu nehmen oder irgendwie was. Ja. Weil das ist ja auch so, ich arbeite ja auch mit meiner Passion, also mit dem, was ich liebe. Und wenn ich arbeite, dann gibt mir das auch so viel Energie, dass ich diese Zeit für mich gar nicht so unbedingt brauche. Aber ich habe jetzt auch, also in 2 Wochen, glaube ich, am 14., am 14. habe ich mit meiner Freundin ausgemacht, dass ich mal abends zu ihr fahre und sie macht mir Abendessen und dann kann ich einfach nur nach Hause und die Kinder ins Bett bringen. Dann bin ich schon schön, wie es läuft. Ja. Aber das braucht man auch mal, ne? Also ein Frauenabend mit einer Freundin oder mal weggehen oder einfach sich mal ein schönes Konzert angucken. Und ich kenne das. Also ich habe die ersten 7, 8 Jahre meiner Kinder, da war ich alleinerziehend sozusagen. Also das ist mein zweiter Mann. Und aber für den sind die Kinder wie seine eigenen. Das ist ganz, ganz toll. Da muss ich halt wirklich sagen, da war ich auch nur rundum für die Kinder da. Und jetzt fängt es so an, wo sie älter sind, wo wir auch mal sagen, wir gehen abends mal eine Runde am Meer spazieren. Sie sind jetzt 12 und 15, die können jetzt auch mal alleine zu Hause bleiben. Ne? Und wo ich einfach gesagt habe, ich brauche das. Ich brauche das Meer, ich brauche die Luft zum Atmen. Ich muss mal mein Yoga machen, ich muss mal meinen Sport machen. Ich arbeite so viel. Ich war ja früher Workaholic, 60 bis 80 Stunden in der Woche und habe gedacht, nee, das tut nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Und habe dadurch ja auch eine Stoffwechselerkrankung bekommen und habe durch diese Stoffwechselerkrankung, das war Hashimoto, habe ich dann angefangen, auch meine Ernährung dann auf komplett vegan umzustellen. Vorher war es noch so ein bisschen vegetarisch und seitdem ist es halt wirklich für mich jetzt komplett vegan, wo ich einfach gesagt habe, es tut mir einfach gut und meinem Körper geht es besser. Und ich habe so viel zugenommen gehabt, dass ich auch gesagt habe, nee, ich will da auch wieder runter. Und ich war ja selber schuld. Also ich habe mir ja mein Körper oder meine Seele hat sich diese Krankheit oder Erkrankung ausgesucht, um mir einfach den Weg zu zeigen. Ne? Und ich sage das auch immer meinen Patienten, aber ich selber höre oft nicht auf mich. Ne? Ja, und dann bin ich halt auch so meinen Weg gegangen. Und das ist so unglaublich wichtig, dass man auch mal für sich oder auch als Paar die Zeit hat. Habt ihr dann auch mal für euch so als Paar die Zeit, wo dann auch mal Oma kommt und ihr sagt, ihr geht mal abends zusammen weg? Macht ihr das mal? Also wenn ich das fragen darf?
Ja, na klar, na klar, das ist ganz wichtig. Also, und das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Wir haben da auch, ich habe da auch Videos auf meinem YouTube-Kanal zu, weil ich das Ja. ganz, ganz wichtig finde, weil Mütter sich da auch selber immer zurücknehmen. Aber da ist es auch, was ich jetzt auch mir selber sage. Ich kann nur so viel geben, wie ich in mir habe. Und wenn meine Ja. Batterien leer sind, kann ich nicht mehr für meine Kinder da sein. Und das Schlimmste für ein Kind ist eine Mutter, die nicht mehr gesund ist. Egal, ob Total. auf seelischer oder körperlicher oder welcher Ebene auch immer. Und deswegen ist es auch so, dass vielleicht ich ja zu wenig Zeit habe und für mich ist es okay, für eine andere Mama ist es aber nicht okay. Und dann ist es auch wichtig zu sagen, ich habe diese Ja. Bedürfnisse und ich möchte sie auch erfüllen. Denn Kinder können sehr, sehr viel akzeptieren und respektieren, solange wie man sie mit viel Liebe ja, und auch Zeit, wenn man dann mit ihnen ist und Aufmerksamkeit beglückt, dann können die sehr, sehr viel akzeptieren und auch handeln. Also das ist ganz, ganz Ja. wichtig. Aber wir machen das jetzt auch so, dass wir einmal im Monat mal abends oder mittags mal irgendwo essen gehen wollen. Und dann mache ich es auch so, dass wir einen Abend die Woche haben, dass ich dann aufstehe. Wir lassen die Tür offen. Und wenn irgendwas ist, gehe ich zurück. Aber ansonsten haben wir eben Zeit, um mal zu reden, um mal ein bisschen sowas ja, Ja. zu quatschen, ja, über Ja. andere Dinge als nur über die Kinder. Und das ist auch ganz, ganz wertvoll. Und ich merke auch, wie so unsere Beziehung dadurch wieder richtig aufblüht und schöner wird. Ja, das kenne ich. Es geht meinem Mann und mir genauso. Und wir haben auch gesagt, wir brauchen einfach diese Auszeiten. Und dann kommen wir nach Hause, unsere Kinder, also ich sage immer unsere Kinder, weil er sagt, das sind wie meine Kinder. Die sagen dann, ach, war cool, dass ihr weg wart. Die sind mittlerweile im Alter, die sind froh, wenn wir weg sind. Geht ihr ruhig. Und es ist einfach, ja, es ist eine ganz andere Lebensqualität, auch wieder Zeit für die Partnerschaft zu haben, weil man ist ja nicht nur Mama oder Papa, man ist ja auch Frau und Mann, ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, das einfach auch nicht zu vergessen, ne? Ja. Ja, Liebe Maria, das war's schon für heute. Vielen, vielen Dank für das wundervolle und tolle Interview. Es war sehr, sehr bereichernd. Und du hast also mir alle Fragen, auch für die Zuschauer, alle Fragen beantwortet, die sie so auf dem Herzen hatten, weil sie immer auch gesagt haben, boah, das ist so eine Powerfrau, wie kriegt die das alles unter einen Hut? Wie schafft die das alles? Und sieht dabei noch so toll aus, du siehst immer so jung aus, so frisch aus. Und obwohl du auch immer diese, ja, dieses Pensum hast, also Kinder und die Kinder sind ja auch nicht immer fröhlich. Die sind ja auch mal quengelig, mal sind sie krank, mal geht es einem selber nicht gut, ne? Und das wirklich alles so toll zu meistern und dann auch noch, ja, also Hut ab, wirklich, also von mir Hut ab. Ich kenne es von mir selber auch mit zwei Kindern. Und ich finde es ganz, ganz toll, wie du das machst. Und ich bin dir wirklich unendlich dankbar für dieses wundervolle und tolle Interview, was ich dir auch nachher noch zusenden werde. Und herzlichen Dank, dass du bei diesem wundervollen Kongress dabei warst. Und noch eine kurze Frage hätte ich. Was würdest du den Frauen da draußen raten? Vielleicht noch so ein paar Sachen, die wirklich versuchen, ihr Leben so zu organisieren. Das erste war schon, holt euch Hilfe. So. Genau, das würde ich auch jetzt wieder sagen, holt euch Hilfe, weil wir Frauen, ich rede allgemeiner mal jetzt so, wir sind oftmals so die Helden des Alltags, die nicht immer so gesehen werden, so oft, aber ich denke, Mutter Natur hat das schon so gemacht, dass die Mamas 9 Monate schwanger sind und nicht die Männer, ohne jetzt Männer irgendwie unter den Scheffel zu graben. Das, also meine ich Nein. das nicht, aber was Frauen leisten, ist wirklich enorm. Und Ja. jede Mama da draußen, ihr seid für mich die Heldinnen, die Heroes, die Göttinnen. Und seht das wirklich so. Und ja, holt euch Hilfe. Holt euch Hilfe und vor allen Dingen die alleinerziehenden Mamas. Also Ja. das ist der absolute Tipp. Und dann das Zweite ist, höre auf dein Bauchgefühl. Weil Ja. dieses Bauchgefühl hast du aus einem Grund. Und du kannst es vielleicht nicht immer erklären. Aber irgendwann wirst du verstehen, warum gewisse Sachen so sind. Und ich möchte einfach viel mehr sagen, so hör auf dein Gefühl, vertraue Ja. darauf. Dein Mutterinstinkt, das ist so oft richtig. Also ja, glaub einfach wieder an dich selber, weil du bist, also ich meine,
du bist eine Schöpferkraft. Du hast ein Kind durch deinen Körper, ist ein Kind entstanden. Das ist sowas, ich finde das immer so wundervoll, diese Vorstellung, ja, ja. Dass dadurch, wie im Mutterleib das alles wächst. Und das alleine ist schon so wundervoll. Und selbst für alle, die keine Kinder haben, bist du trotzdem eine Gewinnerin, weil du bist so ein kleines Wunder, was ja. eben entstanden ist. Und das auch wirklich so zu sehen und dass du dir Raum für dich selber schaffst, für deine eigenen Bedürfnisse, weil du bist es wert, einfach weil du auf der Erde bist. Weil auf der Erde ist nichts aus Zufall. Alles auf der Erde hat einen Sinn. Und genauso hast du und dein Leben einen Sinn, auch wenn du das jetzt nicht so empfindest, aber es ist so. Und da möchte ich, dass du einfach reinspürst, das für dich mitnimmst und dir diesen Raum, diese Freiheit gibst. Toll. Vielen, vielen Dank. Das hast du einfach wundervoll gesagt. Also toll. Da kommen mir schon fast Tränen in die Augen, weil es ist so bewegend und auch zu sagen, jeder Mensch ist einfach was Besonderes, ein wundervolles Wesen der Schöpfung und auch du bist so ein Kind und genauso ist es. Und wirklich auf seine Bedürfnisse zu hören und auf sein Bauchgefühl und darauf zu vertrauen, dass man einfach geführt wird. Man wird geführt und dass jeder eine unglaubliche Schöpferkraft hat. Ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen und ich habe mich total gefreut, mit dir dieses Interview zu führen. Ich hoffe, wir führen irgendwann nochmal so ein tolles Interview. Nächstes Jahr machen wir nochmal einen Kongress. Und vielen herzlichen Dank und ja, wir hören und wir sehen uns auf jeden Fall noch. Bis dann, meine Liebe. Tschüss.